Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Pavrot TV. Mein Name ist Pavrot. Wir spielen ein Community gegen den Rest der Welt und ich spiele einen Champion, der für mich überhaupt kein trolliger Pick ist, denn ich spiele LeBlanc auch gerne in der Top Lane, natürlich auch in der Mitte, aber auch in einem Ranked. Also tatsächlich habe ich diesen Champion schon früher einmal wirklich lieben gelernt und jetzt habe ich ihn für mich wieder ganz neu entdeckt, weil ich einfach wieder ein bisschen Abwechslung gebraucht habe. Und LeBlanc in der Top Lane, warum funktioniert die? Ich meine, erstmal auf Level 2 hat die super geilen Burst mit ihrer Q-W-Kombination. Ich werde die W als erstes hochskillen, um einfach viel Mobilität zu haben, damit mich der gegnerische Toplaner, der ja unbedingt in Nahkampfreichweite kommen will, damit der mich nicht bekommt. Und deshalb skill ich die W hoch, die macht super viel Schaden, ist auch auf Level 1 wirklich sehr, sehr stark. Als zweites werde ich die Q hochskillen. Und warum LeBlanc auf der Toplane funktioniert, finde ich, liegt mitunter auch an ihrer Ulti. Denn ihre Ulti ermöglicht ihr, eine Fähigkeit doppelt einzusetzen. Das heißt, entweder doppelter Gap-Closer, entweder doppelter Burst mit der Q oder doppelter CC. Und was wollen Toplaner auf keinen Fall? Dass ihr auf Distanz von denen seid, weil das sind meistens Nahkämpfer. Und LeBlanc bleibt natürlich squishy. Das heißt, kommt der Toplaner einmal an mich ran, in dem Fall wahrscheinlich der gegnerische Darius, kommt er an mich ran, dann wird's böse. Dann wird's böse, aber ich werde ihn stunnen, ich werde ihn wegspringen und ich denke mal, dass das funktioniert, ehrlich. Also ich habe auch im Ranked wirklich gute Erfahrung. Oh, mein Gegner ist doch nicht Darius, es wird also Riven sein. Finde ich schon mal interessanter, weil Riven, wenn ich sie anspringe, mich durchaus besser CC'en kann. Sie kann mich ja direkt einfach stunnen und dafür ist Darius in der Mitte gegen Yasuo und auch da denke ich, dass Darius da ganz gut drauf ist eigentlich. Aber wir werden es gleich sehen. Riven wird jetzt irgendwo ihr Level 2 noch machen. Ich hoffe natürlich, dass ich bis dahin auch mein Level 2 habe. So, da ist sie. Da ist die Maus. So, jetzt habe ich mein Level 2 und jetzt nehme ich doch die Soul Shackles. Ne, wie heißen die? And Eternal Chains, okay? Soul Shackles, von welchem Champion ist das denn? Ihr Schild ist raus, nice. Ich hab sie wirklich erwischt, nice. Genau so muss es laufen. Genau so muss es laufen. Zwischen den Minions immer mal schön harassen. Habt ihr das gesehen? Sie hat getradet und ich habe trotzdem guten Burst. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, sonst bin ich gleich um. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Riven hat auch kein Ignite. Sie ist ein Level vor mir. Das heißt, hier hat sie den... Ah, okay, jetzt verhaut sie ihre Fähigkeiten. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt fühle ich mich eigentlich ein bisschen sicher, weil ich unterm Tower stehe. Aber ihr seht, Riven ist eigentlich eine, die burstet wie verrückt. Aber das kann auch LeBlanc. Also... So, ist sie zurückgegangen? Dann gehe ich jetzt nämlich auch zurück. Dann will... Aha, sie ist nicht zurückgegangen, okay. Dann spielen wir das Katz-und-Maus-Spiel hier mal weiter. Ich sag euch eins, wenn LeBlanc keine Mana-Kosten hätte, die wäre so übertrieben OP. Und hopp. Ah, schade. Gut, muss ich jetzt zurück? Sie ist immer noch da geblieben. Ich spiele dieses Spielchen gerne weiter, ehrlich. Nope.
ja, ich liebe diesen Schaden. Und das ist vor allen Dingen auch so ein geiler Überraschungsdamage. Ah, die kriege ich auch nicht. Mist. So, das ist natürlich das Schwierigere. Ihr habt ganz wenig halt. Junge. Mädchen. Will sie mich mit ihrer Level 6, mit der Ulti, will sie mich damit dann zerstören, oder? Was hat sie vor? Oh, Leute, komm. Genau, jetzt greift den an, perfekt. Und den krieg ich nicht mehr. Nee. Jetzt aber. Jetzt bist du aber weg, oder? So, was gönne ich mir? Morello Nomicon ist eigentlich perfekt. Nur ich gönne mir jetzt auch den Finish Codex erstmal, weil ich ein bisschen... Ich brauche ein bisschen mehr Burst. So, ich komme auch direkt mal mit TP dran. Damit ich hier den Dicken auch noch mitnehme und damit die Erfahrung nicht verpasse. So. Zwei Mana-Tränke. Damit müsste ich eigentlich erstmal gut aufgestellt sein. Und dieses bisschen mehr an Burst, das will ich jetzt einfach haben, damit ich auch vielleicht die Chance habe, mit Level 6 sie zu vernichten. Ah, sie hat genau richtig geshoppt. Nice. Und schon muss ich mir aber den ersten Mana-Trank einschmeißen. So. Ich habe meine Ulti, also ich kann sie auf jeden Fall ärgern. Ich spiele das jetzt hier relativ sicher runter. Schön, 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 schön. 1-3. Oh, Bildschirm schwarz geworden. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gesehen hat. Wow, mein Bildschirm kurz den Geist aufgegeben. Okay. Oh, damit. Ich bin auf dem Weg. Digga, er hat seine Ulti nicht. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht da rein, nicht da rein. Oh, danke, 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 danke. Was ist hier? Hier kann Kindred getötet werden. Ich bin hier auch auf dem Weg. Okay, so viel konnten wir dann nicht machen. Schade. So, ab zurück. Na, die Riven, die farmt auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich musste jetzt ja auch leider die Lane verlassen. Zum Glück hat sie ein bisschen gepusht. Ich hoffe, ich kriege natürlich noch den ein oder anderen Minion hier. Ich bin auch noch sehr langsam ohne Schuhe. So. Habe ich doch noch was abbekommen vom Kuchen. Und sie hat jetzt, ja, sie hat den Level-Vorteil. Vielleicht kann ich sie mal ein bisschen mit meinen Auto-Tags ärgern. Oh, holy moly. Da kann sie mich gleich mit ihrer Fähigkeit ärgern. So. In 80 Sekunden TP. Den nutze ich natürlich dann auch gerne, um mir vielleicht mein Morello Nomicon wieder zu einem größeren Teil fertig zu kaufen. Das ging daneben. Es hat nicht mehr gepasst zwischen den Minions durch. Was auch übrigens mega ist, Leute, dass die Ulti von LeBlanc, dass die einfach keine zusätzlichen Mana-Kosten hat. Das heißt, wenn ihr wirklich sogar seid, ihr könnt diese eine Fähigkeit immer noch einsetzen im Zweifelsfall. Yo, drei Tower-Schüsse? Das war's nicht wert, Baby. Das war's nie im Leben wert. Oh, in 20 Sekunden TP. Nee, Brown, die. Ich glaube nicht, dass wir die besiegen können. Okay, wir können es aber versuchen.
Oh, 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 weg, weg, spring mich an, genau. Nice. Der Versuch war nicht schlecht. Dann habe ich Darius. Ah, den habe ich nicht. Okay, okay, okay. Egal, warte mal. War das eine knappe Geschichte. Lecco mio. Brown will es noch wissen, weil Yasuo vorbeikommt. Alter, ungelogen, da bin ich auch noch dabei. Also was bin ich auch noch dabei? Komm schon. Da ist er. Da ist der Darius. Das Problem ist nur, wo ist Kindred? Wo ist Kindred? Er könnte jetzt inzwischen auch hier langkommen. Da ist sie schon. Shit, ich kann einfach nichts machen, ey. Oh, ja so. Ey, komm, da bin ich immer noch mit dabei jetzt. Hopp. Doppelter Stun, ey, das ist... Oh, und Riven ist schon wieder da, mit vollem Leben. Aber jetzt kann ich mir endlich meinen Morello Nomicon leisten. Das war geil, Alter. Good job, Leute. Good, good job. Das war sehr, sehr gut, was das Team hier hingelegt hat. So, ich gönne mir jetzt mal erstmal meine Schuhe und jetzt nochmal ein paar Tränke. Also jetzt komme ich stark zurück. Ich glaube, jetzt kann ich gegen die Riven auch schön was machen. Was hat sie? Abklingzeitverringerungsschuhe. So, wo ist sie denn hin? So, Riven fehlt, dann versuche ich doch einfach mal ein bisschen den Tower jetzt zu schwächen. Hier sind mega viele Minions. Oh, da wird der Tower aber... Ah, okay, sie ist schon da. Oh, was geht hier ab? Was geht hier ab? Braum ganz alleine? Double Kill für Kindred. Oh, ihr Schild. Ihr Schild hat sie gerettet. Ah, ich riskiere hier nichts. Ich gehe da nicht direkt einfach noch einen Fight ein. Ja, Yasuo regelt. Ja, ist guter, ein guter Junge ist das. Nee, schon wieder so knapp. Oh, schon wieder so knapp. Classic misdirection. Where next? Riven SS wahrscheinlich, aber die ist wahrscheinlich zurückgegangen. Die war mega schwach. So. Zack, zack. Dieses Hin- und Hergespringe macht auch auf jeden Fall sehr viel Spaß mit. Da ist sie, die Riven. Und da habt ihr es gesehen. Bleibt der gegnerische Toplaner squishy? Habt ihr als LeBlanc wirklich eine Chance, auch da zu dominieren? Und jetzt gönne ich mir... Aether Wisp, das ist schon mal geil. Also als nächstes ein Ludens Echo, das ist ein super tolles Item. Ich habe jetzt nur ein Problem. Ich habe keine Mana-Tränke dabei. Und das ist ein bisschen gefährlich für mich, weil ihr habt ja gesehen, ich benutze sehr, sehr viele Fähigkeiten. Klar, LeBlanc ist ein Champion, die muss viele Fähigkeiten benutzen, um natürlich auch viel Schaden rauszuknüppeln. Und von daher... Wow. Wow, 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 ich bin da. Da, Bro. Komm schon, komm schon. 3, 2, 1. Jetzt. Oh.
Yasuo rasiert einfach weiter, aber warte mal, die gegnerische Botlane macht auch ihren Job. Das Gute ist nur, genau so eine Jinx ist das perfekte Fresschen für LeBlanc. Oh. Die ist echt noch. Das Exhaust, verdammt. Ich bin auf dem Weg. So, hier passt schon mal alles. Nice. Einen Blue Buff kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Wie sieht's aus den Drakes? Die Gegner haben einen, wir haben keinen, okay. Alter. Hilfe. Oh, Alter, noch ein Biss und ich wäre gestorben, okay? Habe ich mich leicht überschätzt, wahrscheinlich, weil ich zu wenig Mana einfach schon wieder hatte. Okay, so, jetzt gibt es erstmal die Schuhe. Mit den Schuhen wieder ein bisschen Magiedurchdringung, das heißt, ich mache wieder ein bisschen mehr Schaden an den Gegnern. Das ist doch auf jeden Fall schon mal was wert. So, come on. Wie sieht's hier aus? Die Riven sieht kein Tageslicht mehr mit ihren 0-3-0. Wie sieht es insgesamt aus? 10 zu 18. Ich glaube nicht, dass die Gegner das surrendern. Dafür macht gerade die Jinx. Mit 5. Die macht einen echt mega guten Job. Und Kindred ist auch nicht schlecht. Kindred war auch, glaube ich, Platin. Ich glaube, die waren alle so um Gold-Platin rum auf jeden Fall. Holy. Holy, ich bin da einmal rein und das war der Trade. Ich wollte nur schnell. Ich wollte nur einmal schnell diese Minion Wave wegclearen. Das hat mich fast mein Leben gekostet. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. So. Oh ja, das Rengar, genau der richtige Assassin. Oh, sowas ist eklig, aber. Leona auch nochmal reingeschmettert. So, ich versuche mich mal um den Darius zu kümmern. Ich habe ja eigentlich gesagt, ursprünglich Darius ist mein Gegner in der Toppi. Er ist ja tatsächlich in die Mitte gegangen. Wie steht der jetzt? 0-6. Hat auch weniger CS, also das sollte eigentlich passen. Und jetzt bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob die Gegner das nicht surrendern. Oh, das hat er ja gar nicht so schlecht gemacht, aber der ist trotzdem tot. Ich liebe diese Ulti, wirklich. LeBlanc hat eine mega geile Ulti, dass sie einfach in der Lage ist, diese tollen Spells einfach zu verdoppeln. Entweder sie trifft den Gegner perfekt oder sie hat einen Skillshot mit Gap Closer, also sozusagen die W, oder sie hat einen Skillshot, der stunt. Das ist einfach, dieser Champion ist wirklich Zucker. Und wenn ihr gegen Champions spielt, die halt nicht so viele Leben mal haben, sei es Yasuo, wobei Yasuo ist irgendwie in letzter Zeit mega eklig, muss ich mal dazu sagen, aber oder wenn ihr gegen einen Rengar mal in der Toplane spielt oder gegen einen Lee Sin oder gegen irgendwas, wo ihr schon so ahnt, hey, der wird mehr Schaden bauen, als dass er tanky geht, dann habt ihr als LeBlanc eine super Chance, diesen Gegner zu zerfetzen. So, ich verkaufe jetzt hier mal ein bisschen was, denn ich will jetzt noch ein bisschen mehr Damage haben. Eieiei. Komm! Yes! Alles zusammen perfekt gemacht.
Good job, yeah, buddy. Alter. Alter. Schön doppelt reingesprungen. Das habe ich früher nie benutzt, aber das ist ein Ding, das richtig viel Schaden macht. Einmal die W rein und dann nochmal mit der Ulti, also mit dieser zweiten W quasi rein. Na, schade. Zack, zack. Ich liebe dieses Hin- und Hergespringe. Ups. Das war nicht der beste Jump. So, jetzt erstmal hier den Tower wegnehmen. Na, wird hier getrappt. Gut, jetzt habe ich endlich auch den Tower hier. Hey. Schnell weggeflasht, das Mäuschen. Wirbelwind nicht getroffen. Na komm, die Leona will sterben. Bin ich mir so sicher. Sie ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Oh yeah, buddy. Nice, die Community macht alles richtig. Wir haben einen 15-3 Yasuo. Good job. Und übrigens, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, es ist das erste Spiel des Tages. Und damit haben die Gegner jetzt auch wirklich endgültig keine Chance. Das haben die jetzt auch, denke ich, gemerkt. Yes! LeBlanc, einer meiner Lieblings-Champions. Einen, den ihr unbedingt mal ausprobieren solltet, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Also in der Mitte eine absolute Zerstörerin. Sie war früher noch ein bisschen stärker, dann wurde sie ein bisschen genervt, dann wurde sie kurzzeitig nicht mehr gespielt, jetzt wurde sie wieder ein bisschen gebufft vor einigen Patches und jetzt ist sie wirklich super. Genau richtig, ihr Jump ist halt mega, ihr könnt nach vorne springen, wie zum Beispiel mit dem Z-Shadow. Ihr könnt aber auch, und das ist das Geniale, ihr könnt aber auch jederzeit wieder zurückspringen und das gibt euch eine unglaubliche Sicherheit. Wow. Wow, 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 das sind jetzt zu viele, oder? Ich muss auch noch ein bisschen lernen, hier mit meiner Puppe zu spielen. Sozusagen, also mit der Passiven von LeBlanc, die ja auch mega geil ist. Oh, nee. Schöner Blue Buff. Alter, wenn ich genug Mana hätte, würde ich hier wen wegbursten. Hab ich aber leider nicht. Okay, jetzt habe ich erstmal mein Ludens Echo und es geht weiter. Richtig schön auf Damage. Das heißt hier nochmal den Needlessly Large Rod und Rabadons, Sonias. Also so wie es hier auch empfohlen wird, das ist schon geiles Equipment, was man mit ihr auf jeden Fall bauen kann. Und weil ich noch die Kapazitäten habe, schnell mal zwei Mana-Tränke. Dass ich im Notfall, wenn gleich nochmal sowas passiert, dass ich es da schaffe, entweder den Blue Buff zu stehlen oder halt den Kindred einfach, wenn er den Buff clearen will. Wow. Wie viele Stacks hat der Kindred? Oder haben die Kindreds, oder wie man das auch inzwischen sagt? Oh! Ist dieses Viech eklig? Ist dieses Viech eklig, Alter? Da musste ich flashen für. Okay.
So. Oh, Braum hat den Kill bekommen. Das habe ich nicht erwartet. Nachdem ich meine Ulti nochmal für den Jump eingesetzt habe. Alter, komm, schmeiß mal ein paar Tränke ein, Papi. Oh Mann, dieser Darius, der ist so... So squishy. Komm und dann raus! Und jetzt spring raus, Baby! Nein! Die hat mich gekrittet. Basic Attack? Sie hat mich nur einmal getroffen, oder? Das war ein verdammter Crit, ne? Ach, plus Static, plus Crit? Oh. Ey, aber LeBlanc ist so mega. Ihr habt es gerade gesehen. Du springst zweimal rein, kannst sogar um Ecken springen. Dann springst du wieder raus. Du kannst so viel machen. Kaum ein Champion kann so viel machen wie sie. Wirklich Hammer. Okay. Weiter geht's. Ich brauche mehr Schaden. Ah, das war mein erster Tod und wir sollten uns mal Drake holen. Oh oh. Leider hat Kindred den. Ja. Yo! Boom, boom! Oh, du armer Darius. Zerfetzt vom... Wow. Oh, shit. Oh, Mindgame, Mindgame, Mindgame. Mindgame. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die wissen von nix, die wissen von nix, die wissen von nix. Und ich bleibe hier. Yes. Deleted, würde ich mal sagen. Nur die Gegner haben wieder den nächsten Drake. Eieiei, dritter Drake. Wir brauchen den nächsten Drake. Das wäre schon mal ganz gut. Denn die Gegner haben dadurch ihre kleinen Buffs. Wow, Yasuo perfekt rausgefischt hier. Okay, okay, okay. Die waren zu viert. Ich dachte, die waren zu dritt. Oha, und da gibt es jetzt den TP von Riven. Oh, schön. Schön, 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 schön. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Okay, Braum opfert sich, aber das hat er gut gemacht. Yasuo, du machst nicht alles alleine. Keine Sorge. Was haben wir denn sonst noch? Sind eigentlich alle relativ gefeedet bei uns. Das passt schon. So, jetzt aber. Die versuchen Baron, ich komme da dazu. Ich komme da dazu. Nice, das ist schon mal. Oh, die haben schon Baron. Naja, mit Baron sollten wir die vielleicht nicht fighten. Das kann schwierig werden. Hm. Mein Mäuschen muss gleich zur Arbeit. Davon weiß ich nichts. Okay. So, dann beenden wir das Spiel schnell. Dann kann ich mal meine Freundin fragen, was da los ist. Okay, die wollen jetzt pushen. Yasuo, wo ist er? Er hatte volle Leben. Junge, komm ran. Wow, die Ulti von Jinx. Hat Wayne erwischt. Oh!
Alter. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, ich will weg. Und wir wurden geaced. Alter Verwalter, die haben es gewonnen. Die haben es gewonnen. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass einfach die Jinx-Ulti, die hat Wayne zerfetzt. Krass. Also, schade. Schade, es war mega spannend. Wir lagen 10 Kills jetzt sogar noch vorne. Und, oder ist das vorbei? Oder ist das vorbei? Aber die Kindred-Ulti, da hat der Braum auch recht. Die ist echt strong. Oh Mann. Es fehlt doch nur so wenig. Wayne. Okay, also man kann wirklich sagen, die Botlane, die gegnerische Botlane hat's gecarried. Es war aber ein wirklich tolles Spiel. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und LeBlanc, sie funktioniert. Es hat funktioniert in der Laning-Phase. Ja, jetzt war es ein bisschen schwieriger. Die Gegner waren irgendwie durch Baron und durch die Drakes ein bisschen zu weit vorne. Also wir hätten einfach das Spiel und die Objectives besser kontrollieren müssen. Und dann hätten wir es auf jeden Fall gepackt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.